Ja, das Gehirn, sage ich ja gerne, kann gar nicht anders. Denn das Gehirn funktioniert ja eben so, dass es dadurch, dass es Informationen verarbeitet, also sprich, dass es funktioniert, dass wir wahrnehmen, sehen, hören, denken, fühlen, wollen, egal was sie mit ihrem Hirn machen, da reden Nervenzellen miteinander. Und dadurch, dass die miteinander reden, ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen. Und das nennen wir Lernen. Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler und Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Ulm. Man kann auch Neuroplastizität dazu sagen, nach dem Motto, das Gehirn ändert sich mit seiner Benutzung. Und das ist die wichtigste Erkenntnis aus der Gehirnforschung aus den letzten 50 Jahren, dass das so ist. Also wir wissen schon eine Menge und unter anderem eben, dass es sich dauernd mit der Benutzung ändert. Lernen ist gleich Veränderung, so Manfred Spitzer. Seine wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit den Schnittstellen von Psychologie, Neurobiologie und Psychiatrie. Das Gehirn kann also gar nicht anders, als ständig zu lernen. Aber was ist mit Menschen, die nichts lernen wollen? Ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt. Es gibt so, ich sag mal, so eine Attitüde, ich will jetzt nichts mehr lernen, mir ist das jetzt zu blöd. Gar nichts mehr lernen, das kann man im Grunde gar nicht. Es geht nicht. Man kann sich verweigern, man kann keine Motivation haben aus irgendeinem Grunde. Man lernt nie aus, lautet eine bekannte Redewendung, deren Wahrheitsgehalt kaum angezweifelt wird. Trotzdem hätte sich der Umgang mit dem Gehirn als Informationsspeicher geändert, so Manfred Spitzer. Wir müssen uns keine Telefonnummern mehr merken. Wegbeschreibungen werden obsolet, ebenso Vokabeln oder gar ganze Satzbausteine in Fremdsprachen. Das wird gesagt, das ist toll, weil dadurch haben die ja Platz für ganz andere Sachen und deswegen können die ganz andere Sachen. Das ist aber völliger Unsinn. Alles, was sie in Kindheit und Jugend nicht gelernt haben, sprich ausgelagert, vielleicht ins Smartphone oder sonst wohin, ja, das haben sie nicht gelernt. Und alles, was sie in Kindheit und Jugend nicht gelernt haben, das erleichtert ihnen nicht Lernen, weil noch Platz ist. Nein, das behindert sie am Weiterlernen. Weil als Erwachsener bauen sie bei jeglichem Lernen auf das auf, was sie schon gelernt haben. Wenn sie es denn gelernt haben. Ins Gehirn passt unendlich viel hinein, formuliert es Manfred Spitzer. Und je mehr drin ist, umso mehr können noch dazukommen, erklärt der Psychiater. Das Gehirn, ein Fass, das gar nicht überlaufen kann. Das Gehirn hat die verrückte Eigenschaft, dass je mehr es schon gelernt hat, desto leichter geht es weiter, weil es schon auf so viel aufbauen kann. Ich möchte Ihnen ein ganz banales Beispiel dafür geben. Uns allen ist intuitiv klar, dass wenn Sie zwei Leute haben, der eine kann Deutsch und der andere kann Deutsch und drei Fremdsprachen und die sollen jetzt beide eine neue Sprache lernen. Wer lernt das schneller? Ja, der schon Deutsch und drei Sprachen kann im Vergleich zu dem, der nur Deutsch kann. Das Gleiche gilt laut Manfred Spitzer für das Erlernen von Musikinstrumenten. Wer schon 5 Instrumente spielt, für den ist es leichter, noch ein 6. zu lernen, als für jemanden, der noch nie ein Instrument gespielt hat, überhaupt mit dem Musizieren zu beginnen. Oder der Umgang mit Werkzeugen, Computersoftware und. Das Gehirn ist eben nicht wie ein Computer mit einer CPU, einer Central Processing Unit und einer Festplatte, die so lange speichern kann, bis der Speicherplatz verbraucht ist. Wie ist es in unserem Gehirn? Da haben wir, 60, 70, 80 Milliarden Nervenzellen, die haben Verbindungen mit bis zu 10.000 und die Anzahl der Verbindungen ist, so größenordnungsmäßig 1 Million Milliarden, also einfach richtig viel. Und wenn die miteinander sich Impulse gegenseitig zuschieben und miteinander verarbeiten, ändern sich dadurch, dass die das machen, die Synapsenstärken. Das ist der Speicher. Das heißt, das Gehirn ist die Verarbeitung und es ist der Speicher. Das Ding ist beides. Und deswegen ist es auch so, dass je mehr der Speicher gespeichert hat, desto besser kann er verarbeiten. Es gibt Leute, die können 50 Sprachen, die lernen die 51. in 6 bis 8 Wochen. Das ist selten, aber es gibt's wirklich. Und niemand würde sagen, du, ich kann 6 Sprachen, also meine Sprachzentren sind voll, jetzt geht nichts mehr, weil im Hirn kein Platz mehr ist. Das ist völliger Nonsens. Oder es würde auch niemand sagen, wir lernen Englisch nicht in der Schule, damit wir, wenn wir 20 sind, dann mehr Platz für Chinesisch haben. Denn das ist eine wichtige Sprache, aber die ist so schwer, die kann man erst da 20 lernen. Es hilft auch schon, ein bisschen Fremdsprachen oder Musik als Kind mitbekommen zu haben, um darauf im späteren Leben aufzubauen. Das weiß der Neurowissenschaftler auch aus eigener Erfahrung.
Ich habe als Kind auf allem mal ein bisschen rumgedudelt und deswegen hilft es einem schon, wenn man dann wieder mal Lust dazu hat, dass man es dann eben wieder aktivieren kann. Also ich habe ja 6 Kinder und deswegen habe ich auch versucht, denen natürlich das Singen und das auch Musizieren mitzugeben. Je größer die Motivation, desto leichter lernen wir etwas dazu. Beim Laufen lernen und Sprechen lernen ist das noch selbstverständlich. Als Babys oder Kleinkinder wollen wir lernen, was die Menschen um uns herum tun. Der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher Gerald Hüther. Wir lernen durch Erfahrung und wir lernen am leichtesten dann, wenn wir etwas erleben, was uns Freude macht. Also wenn wir uns mit etwas beschäftigen dürfen, was uns interessiert. Man sieht das bei Kindern sehr deutlich, wenn man sie ganz frei und unbekümmert spielen lässt und sie so beobachtet, dass die einen nicht sehen. Am besten in der Kindergruppe. Und dann sieht man, wie die Kinder das tun, was eigentlich die Urform des Lernens ist, nämlich spielerisch ausprobieren, wie was geht. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass das spielerische Ausprobieren dessen, was geht, niemals dazu führt, dass ein Kind mit Mittelmaß zufrieden ist. Das kleine Kind, so der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher, möchte immer den höchsten Turm bauen. Immer noch höher, noch schöner, noch unumstoßbarer als der davor. Der kindlichen Ausdauer sind dabei keine Grenzen gesetzt. Und das öffnet einem dann auch die Augen dafür, dass die Leistungsbereitschaft in dem Kind, in uns Menschen, von Anfang an angelegt ist. Wir wollen, wenn wir es machen, richtig machen. Aber nur dann, wenn es uns interessiert. Die Psychologen nennen das intrinsische Motivation. Das wäre eigentlich die ideale Form, wie man dann sich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel aneignen kann, wenn es mich interessiert. Gerald Hüthers Vorträge und seine populärwissenschaftlichen Bücher erreichen ein großes Publikum. Gleichzeitig wird er in der wissenschaftlichen Community für seine vereinfachenden Aussagen und interdisziplinären Thesen stark kritisiert. Gerald Hüther betont im persönlichen Gespräch, dass es für Kinder nicht hilfreich ist, wenn sie isoliert von der komplexen Realität in Alternativschulen überbeschützt werden. Die große Frage besteht für ihn darin, wie die allen Kindern angeborene Freude am Lernen im Schulalltag aufrechterhalten werden kann. Ein Beispiel für intrinsische Motivation sind Kinder, die sich für Insekten oder im konkreten Beispiel für Schmetterlinge interessieren. Ich war selbst so eins. Die sind dann den ganzen Tag draußen und dann fangen die an, schon Bücher zu lesen, wo die anderen noch gar nicht lesen können, weil sie einfach diese verschiedenen Schmetterlinge zuordnen wollen. Und dann informieren sie sich auch schon über die Lebensform und über den Lebenszyklus der Schmetterlinge und eignen sich dabei innerhalb kürzester Zeit so viel an, aber nicht deshalb, weil sie unterrichtet werden, sondern weil sie das so fasziniert mit den Schmetterlingen. In diesem Zustand des motivierten Lernens bilden sich im Gehirn bestimmte Vernetzungsstrukturen. Diese können sich allerdings nur dann bilden, wenn es nicht aus Gewohnheit geschieht, sondern wenn es uns im Inneren berührt. Wenn es unter die Haut geht, wie Gerald Hüther es formuliert. Manchmal sieht man Kinder, die mit einer unglaublichen Hingabe immer wieder und immer wieder üben, bis sie das endlich hingekriegt haben. Und in diesem Zustand, wenn das so emotional wird, wenn man sozusagen innerlich dabei ist, werden im Hirn Bereiche aktiviert, im Mittelhirn, das nennen die Hirnforscher Belohnungszentrum. Und von dort werden dann über Fortsätze, die auch in alle anderen Hirnregionen ziehen, Botenstoffe ausgeschüttet, die eben im Normalbetrieb, wenn es einen nicht interessiert und wenn es einem nicht unter die Haut geht, dann auch nicht ausgeschüttet werden. Und diese Botenstoffe nennen die Hirnforscher neuroplastische Botenstoffe, weil diese Botenstoffe dazu führen, dass Nervenzellen nochmal angeregt werden, aus ihrem Zellkern bestimmte Gensequenzen abzuschreiben, mit deren Hilfe dann Eiweiße gebildet werden, die gebraucht werden für die Neubildung von Fortsätzen, für die Neubildung von Kontakten. Einfacher ausgedrückt, so Gerald Hüther, könne man sich diesen Vorgang so vorstellen, als ob im Gehirn eine Düngergießkanne startet, wie er es beschreibt. Die jeweils aktivierten und benutzten Netzwerke, die die Lerninhalte verankern, werden durch die neuroplastischen Botenstoffe angeregt, neue Fortsätze und Kontakte herauszubilden, sich also zu verstärken.
Dieser Prozess passiert im Gehirn der Kinder, die sich in kurzer Zeit bestimmte Dinge aneignen, die ihnen Freude bereiten. Und so starten eigentlich alle Kinder ins Leben. Haben wir ja auch gemacht als kleine Kinder, bevor dann unsere Eltern auf die Idee gekommen sind, uns mehr oder weniger deutlich klar zu machen, dass es nicht darauf ankommt, alles lernen zu wollen, sondern dass es eben bestimmte Dinge gibt, die jetzt unbedingt gelernt werden müssen. Und dann hat man gewissermaßen diesen intrinsischen Antrieb verloren. Im Alltag werden die beiden Begriffe Bildung und Lernen oft gleichgesetzt. Fälschlicherweise. Na, Bildung ist ja ein gesellschaftlich definierter Begriff. Und Lernen ist etwas, was jeder Mensch im Laufe seines Lebens bis zum letzten Atemzug macht. Wenn unter Lernen die Aneignung von Wissen verstanden wird, das in einem Lehrplan vorgegeben, in Schulstunden unterrichtet und in Leistungskontrollen überprüft wird, kann diese sehr eng gefasste Form des Lernens nur schwer und auch nur manchen Kindern gelingen. Formuliert Gerald Hüther in seinem Buch »Mit Freude lernen, ein Leben lang«. Lernen kann gar nicht bestimmten gesellschaftlichen Gruppen vorbehalten sein. Auch nicht den Menschen, so der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher. Das ist das Interessante, dass nun die Biologie auch auf die Idee gekommen ist, nochmal zu gucken, ob nicht auch andere Lebewesen lernen können. Und wir haben mal gedacht, das sei so ein Privileg des Menschen und stellen fest, dass nun auf einmal auch Pflanzen was lernen können. Und Einzeller auch, also das Pantoffeltierchen beispielsweise. Und natürlich ist es schön, wenn man ein Gehirn hat, mit dem man vielleicht besonders viel lernen kann. Aber es kann ja auch eine Familie was lernen. Oder so ein Unternehmen. Oder eine ganze Gesellschaft. Das heißt, Lernen ist ein Grundmerkmal des Lebendigen. Lernen als Merkmal des Lebendigen. Doch wie funktioniert Lernen bei Einzellern? Die kann man dann sehr schön beobachten unter dem Mikroskop. Und natürlich kann man solchen Pantoffeltierchen, zum Beispiel mit einer Essiglösung, kann man die so ein bisschen ärgern. Das finden die nicht so toll. Und wenn man immer wieder von der einen Seite diese Essiglösung da reinbringt, dann lernen die, dass die sich auf der anderen Seite aufhalten. Und am Ende müssen sie gar nicht mehr die Essiglösung da reinmachen, die bleiben dann gleich auf der anderen Seite. Die haben es gelernt, dass auf dieser Seite des Glases es nicht so günstige, komfortable Bedingungen sind. Das ist ein Lernprozess. Ähnlich verhält es sich bei Erbsenpflanzen, die die Eigenschaft haben, zum Licht zu wachsen. Wenn nun das Licht mit einem Gebläse gekoppelt wird, wachsen die Pflanzen immer in Richtung Licht und Gebläse. Die Erbsenpflanzen lernen, dass dort, wo das Gebläse herkommt, auch das Licht ist. Und dann später können sie das Licht ausmachen und das Gebläse anmachen und dann wachsen die zum Gebläse. Das ist Konditionierung, das ist Pavlov. Und das ist das, was in unseren Schulen im Augenblick im Wesentlichen stattfindet. Es werden zwei Informationen miteinander verknüpft. Also du sollst das lernen und dafür kriegst du eine Belohnung in Form einer guten Zensur. Und das Kind verbindet es dann und strengt sich an, damit es lernt. Und dann hat es halt was gelernt, was immer das sein mag. Lernen, so Gerald Hüther, könne also auch als bedingter Reflex stattfinden, den man antrainieren kann. Doch Lernen beim Menschen funktioniert viel komplexer. Durch die Gesamtheit der Erfahrungen, bei denen emotionale Aspekte eine wesentliche Rolle spielen. Und diese beeinflussen im Lauf der schulischen Laufbahn, spätestens mit Einsetzen der Pubertät, die erwarteten Lernleistungen der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Also ich bin 15 Jahre alt, ich gehe ins Gymnasium. Ja, in der Schule ist es gerade oder seit Corona wirklich stressig, weil einfach die Lehrer sehr viel von uns abverlangen und das kann einfach sehr nervenaufreibend sein, weil einfach wir können nicht mehr, weil Corona uns auch sehr viel abverlangt hat und dieses ganze Homeschooling war wirklich anstrengend für uns und wir haben noch nicht diese Motivation wie früher. Carmen besucht die 6. Klasse eines Wiener Gymnasiums. Die Lehrer, so die 15-Jährige, würden versuchen, viel Stoff in möglichst kurzer Zeit durchzubringen und sich über die schlechten Noten auf Tests und Schularbeiten wundern.
Sie bauen uns immer den Druck auf, ja, bei der Matura kommt das, bei der Matura kommt das, ihr müsst euch auf die Matura vorbereiten. So in jeder Stunde haben wir das Wort Matura. Die Zentralmatura ist so wichtig, zum Beispiel Mathematik. Ja, alles, was ihr jetzt gelernt habt, kommt zur Matura. Das ist der größte Bestandteil, die 5. Klasse. Und die bauen uns da den Urdruck auf und die Urangst. Und da habe ich von vielen Mitschülern von mir gehört, dass sie wirklich überlegen, einfach nicht mehr weiterzugehen und eine Lehre zu machen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das auch schon überlegt, weil einfach dieser Druck von den Lehrern macht uns wirklich zu schaffen, vor allem psychisch. Das ist dann sehr schwer für uns. Noch in der 4. Klasse Gymnasium war Carmen eine Einserschülerin. Es hat mir extrem Spaß gemacht. Ich hatte voll die Motivation. Ich war eine sehr gute Schülerin. Ich habe mir zwar Druck aufgebaut, weil ich wollte immer perfekt sein, was Noten betrifft. Doch jetzt bin ich einfach nur froh, wenn ich irgendwie eine 3 bekomme oder eine 4. Also negativ bin ich nicht, aber ich bin auch nicht wirklich glücklich jetzt mit einer 3 oder einer 4. Carmens Noten sind noch immer überdurchschnittlich gut. Die 5. Klasse schloss sie mit gutem Erfolg ab. Doch die Freude am Lernen ist weg. Alles rund um den Schulalltag mit Druck und Stress besetzt. Die viele Zeit am Bildschirm durch Corona und der Druck, den die Lehrerinnen und Lehrer gehabt hätten, trotzdem den Stoff durchzubringen, spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Hinzu kommen gesellschaftspolitische Themen, die den Jugendlichen Angst machen. Ukraine-Krieg, Erderwärmung und ganz nebenbei die hormonelle Umstellung, die sich auf die Emotionen und damit auch auf die Lernmotivation auswirkt. Vor allem, wenn sich der Sinn des Stoffes, der gerade zu lernen ist, nicht erschließt. Die Schülerin wünscht sich andere Qualitäten vom Unterricht. Zum Beispiel auch ein bisschen Vorbereitung aufs Leben. Wir haben in Deutsch Bewerbungsgespräche geschrieben und einfach viel mit Berufen gearbeitet. Das war auch, glaube ich, im Stoff drinnen. Ich finde, das war wichtig, weil ein Bewerbungsgespräch wird man brauchen. Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch wird man brauchen. Aber jetzt zum Beispiel in Mathematik so gewisse Themen, wo man sich denkt, wann werde ich das brauchen? Wenn ich Mathematiker werden will, vielleicht. Aber so im späteren Leben werde ich zum Beispiel Vektoren, glaube ich, jetzt nicht so brauchen. Carmen wünscht sich von den Lehrerinnen und Lehrern mehr Kommunikation auf Augenhöhe, gerade was die Unsicherheiten betrifft, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Wie geht es dem Lehrerpersonal und vor allem, wie geht es den Schülerinnen und Schülern? Im Verlauf der Schullaufbahn tritt das Erlernen der sogenannten sozialen Kompetenzen in den Hintergrund. Das soll nebenbei passieren. Doch angesichts der zunehmenden Komplexität des Lebens, wie die Teenager es wahrnehmen, bräuchte es mehr als die reine Vermittlung von Fachwissen. Schließlich, so Carmen, haben einige in ihrer Klasse psychisch mit den Belastungen zu kämpfen. Depressionen, Suizidgedanken, man hat keine Motivation und viele haben Essstörungen entwickelt. Das belastet sie halt noch dazu, weil sie machen sich Sorgen um sich und dann sehen sie, wie es den Mitschülern geht. Wenn das ein Grundmerkmal des Lebendigen ist, dass man lernt, dann bedeutet das, dass wenn jemand seine Freude am Lernen verliert, dann vergeht ihm auch die Freude am Leben. Lernen, um am Ende des Jahres gute Noten und Lob von den Erwachsenen zu bekommen, vielleicht sogar eine Belohnung oder Taschengeld. Was bereits in der Volksschule oft praktiziert wird, ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, so der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher Gerald Hüther. Dann lernen die Kinder auch gerne, aber das ist eine sehr fragwürdige Angelegenheit, weil sie lernen ja nicht wirklich gerne Mathe, sondern sie lernen, wie sie vorgehen müssen und was sie tun müssen, um der Lehrerin zu gefallen und deren Anerkennung zu finden. Das heißt, da wird im Hintergrund eigentlich ein bisschen auch Mathe mitgelernt, aber im Wesentlichen wird gelernt, wie man Anerkennung bei anderen Menschen findet. Somit werden die Lernprozesse emotional aufgeladen. Kinder lernen, wie sie Belohnung bekommen und Bestrafung vermeiden.
Was wir aber eigentlich bräuchten, sind ja junge Menschen, die nicht Mathe nebenbei lernen, weil das notwendig ist, damit sie Belohnungen kriegen, sondern wir brauchen ja junge Leute, die sich wirklich für Mathe interessieren und denen diese Zauberwelt der Mathematik sozusagen ins Herz geht und wo die sagen, wow, wie Wahnsinn. Und das, was ich hier in Mathe sehe, das sehe ich sogar noch in der Musik verwirklicht. Also Musik und Mathe haben so viel miteinander gemein. Und das wäre dann eine eigene Entdeckungsreise, die so ein Kind machen könnte. Aber das kommt dann eben leider in unseren schulischen Kontexten selten vor. Lernen aus Angst vor Bestrafung macht Schülerinnen und Schüler zu Objekten, so Gerald Hüther. Ein Erbe hierarchischer Gesellschaftsformen. Natürlich können Menschen mit Angst lernen. So war es ja noch vor einigen Jahrzehnten in Österreich akzeptiert, dass Lehrer die Kinder mit Stockschlägen bestrafen durften. Der Professor für Psychiatrie Manfred Spitzer. Wir und andere, aber wir auch, haben zeigen können in entsprechenden Experimenten, dass wenn sie irgendwas, sei es was ganz Neutrales, mit Angst lernen, dann rufen sie, wenn sie den Inhalt abrufen, die Angst auch wieder mit ab. Hier gibt's ein Problem, weil wir ganz klare Erkenntnisse dazu haben, unter welchen Bedingungen kreatives Problemlösen funktioniert und unter welchen Bedingungen es nicht funktioniert. Wenn sie Angst haben, sind sie nicht mehr kreativ. Das macht auch Sinn, denn wenn der Säbelzahntiger um die Ecke ist, da wollen sie nicht mehr sich zurücklehnen und das Problem auf sich wirken lassen, dann müssen sie losrennen und ganz schnell entscheiden, wohin. Und wer da noch eine Zehntelsekunde denkt, der hat schon verloren. Angst, so Manfred Spitzer, ist zwar überlebensnotwendig, doch für kreatives Problemlösen völlig ungeeignet. Genau das wird allerdings in Zukunft mehr denn je von den heutigen Kindern gefragt sein, angesichts der komplexen globalen Probleme. Kinder lernen mit Angst. Ja, ja, klar. Aber das ist nicht das Richtige, was in der Schule passieren soll. Aus den genannten Gründen. Dann können sie es eben nicht einsetzen. Und was nützt es ihnen dann? Simon says the last one to sit on the floor is up. Last one to stand up is up. Zu Besuch in der Mehrstufenklasse einer Volksschule in Wien. In einer Mehrstufenklasse werden Kinder unterschiedlicher Schulstufen gemeinsam von einer Lehrkraft unterrichtet. Was früher in Gemeinden mit geringer Schülerzahl an der Tagesordnung war, ist heute von Seltenheitswert. Manche Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer sehen in der Mehrstufenklasse viele Vorteile. Klassenlehrerin Barbara Stangl. Es gibt im ganzen Leben nie wieder diese Situation, wo wir mit Gleichaltrigen zu tun haben und nur in einer Schicht drinnen sind, wo wir mit, weiß ich nicht, der 14-Jährige mit dem 14-Jährigen zusammen ist. In einer Mehrstufenklasse geschieht viel mehr soziales Lernen, neben dem Erlernen der im Lehrplan festgesetzten Ziele. Nicht für alle Kinder ist die Mehrstufenklasse optimal, erklärt die Direktorin der Volksschule Schrebergasse, Maria Koprolin. Für die Mehrstufenklasse zum Beispiel ist schon notwendig, dass sie in vielen Bereichen ein gutes Vorwissen mitbringen und auch wirklich selbstständig arbeiten können. Doch was bedeutet Vorwissen bei 6-jährigen Kindern? Sollen die Eltern von Kindern im letzten Kindergartenjahr möglichst viele Schwungübungen machen oder bereits Lesen und Rechnen üben? Maria Koprolin plädiert für das Gegenteil. Einfach viel mit dem Kind machen, ins Museum gehen, in die Berge fahren, dem Kind zeigen, dass unsere Umwelt schön ist. Und wenn man speziell was tun will für die Schule, zum Beispiel meine eigenen 3 haben die Zahlen bis 10 gelernt beim U-Bahnfahren, weil da steht es immer angeschrieben, wann die U-Bahn kommt. Das habe ich ihnen ein paar Mal gezeigt und es hat nicht lange gedauert, da konnten sie die Zahlen zumindest lesen. Also einzig und allein so auf spielerische Art. Spielerisches Lernen im Kindergarten und im Volksschulalter als Basis für das weitere Leben. Doch zu lernen beginnen wir schon viel früher, nämlich bereits im Mutterleib. Der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher Gerald Hüther beschreibt, dass Kinder bereits während der 9 Monate im Mutterleib eine Kompetenz nach der anderen erwerben. Da haben sich ja auch schon Vernetzungen im Hirn ausgebildet und Kinder können dann, auch wenn sie auf die Welt kommen, schon vieles. Die gesamte Bewegungskoordination und diese Bereiche im Hirn mit den Vernetzungen, die verantwortlich sind, dass zum Beispiel ein Kind den Daumen in den Mund stecken kann, das ist vorgeburtlich gelernt, das bringt es mit auf die Welt, ist angeboren, aber nicht vererbt, sondern wird eben, so organisiert sich das Hirn, von alleine gelernt, aufgrund der Erfahrungen, ne? Doch welche Erfahrungen werden im Mutterleib gemacht?
Was passiert genau bei den vorgeburtlichen Lernprozessen? Gerald Hüther erklärt, dass das Gehirn immer einen Zustand anstrebt, in dem alles gut zusammenpasst. Denn das verbraucht die wenigste Energie. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist bei so einem kleinen Baby vor der Geburt die Verbindung von den Muskeln im Arm zum Hirn so weit entstanden und ausgereift, dass da plötzlich im Hirn Signale ankommen, weil der Arm zuckt. Und das stört jetzt das Hirn. Also das stört das geordnete Gleichgewicht, was da oben aufgebaut wird und immer wieder hergestellt werden soll. Kohärenz nennen das die Hirnforscher. Dieser kohärente Zustand wird jetzt gestört. Und jetzt suchen die Nervenzellen, die suchen jetzt nach einer Art von Verknüpfungsmöglichkeit, um diese Störung wegzukriegen, dass es nicht immer zuckt. Und das, was dabei entsteht, ist ein Netzwerk, was in der Lage ist, das Zucken zu lenken und zu steuern. Und dann entsteht daraus eine Bewegung. Die Nervenzellen lernen, sich so zu verknüpfen, dass das Zucken, was anfangs eine Störung war, plötzlich in eine Kompetenz verwandelt wird, die von oben gelenkt wird. Mit der Geburt beginnt die Suche nach der Erfüllung zweier Grundbedürfnisse, die Gerald Hüther Verbundenheit auf der einen Seite und Autonomie auf der anderen Seite nennt. Wir probieren aus, was geht und ziehen uns dann wieder in die Verbundenheit zurück, wenn es daneben gegangen ist und lernen dabei eine Unmenge. Wir lernen in der Zeit mehr als später im gesamten Leben. Einen Körper zu lenken und zu steuern, zu lernen, sich umzudrehen, zu krabbeln, plötzlich zu entdecken, dass man sich in der Welt bewegen kann, sich irgendwo dann mal hochzuziehen mit so fast einem Jahr und dann auf einmal auf den eigenen Füßen zu, was das für Lernleistungen sind. Und dann will ich noch gar nicht über die Sprache reden. Also am Anfang ist das Kind nicht in der Lage, irgendeinen Laut zu formen, der so ist, dass wir sagen könnten, da ist irgendwas zu verstehen. Und nach einem Jahr können die Kinder sprechen. Was ist denn das für ein Wunder? Und da war nie ein Lehrer da, da war nie irgendeiner da, der ihnen gezeigt hat, wie das geht. Das haben sie alles alleine herausgefunden. Der holländische Biologe Hugo Marie de Vries beschrieb im 20. Jahrhundert die sogenannten sensitiven Perioden bei Tieren, im Speziellen bei Insekten. Die italienische Ärztin Maria Montessori übertrug diese These auf sogenannte Empfänglichkeitsperioden oder sensible Perioden bei Kindern, in denen sie bereit sind, bestimmte Kompetenzen zu erwerben. So stehen in den ersten 3 Lebensjahren unter anderem das physische Gleichgewicht, Laufen lernen und Sprache im Vordergrund. Kinder absorbieren Informationen wie ein Schwamm. Im Alter von 3 bis 6 Jahren werden Kinder vom unbewussten Schöpfer zum bewussten Arbeiter, formuliert es Maria Montessori. Bereits gemachte Errungenschaften werden im Zusammenhang mit der Sinnesentwicklung verfeinert und soziale Kompetenzen aufgebaut. Eva Rosner ist Volksschullehrerin und Montessori-Pädagogin. Je älter sie werden, desto mehr kann man dann auch ins Abstrakte kommen. Volksschule ist eigentlich vom Alter her ein Entwicklungsabschnitt, der zum Schulstart gut passt. Also die Kinder haben dann auch schon andere Bedürfnisse. Die Montessori-Pädagogik war für Eva Rosner vor mehr als 30 Jahren eine Möglichkeit, mit den vielen unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder in einer Klasse umzugehen. Denn zu Beginn ihrer Zeit als Lehrerin in einer öffentlichen Schule in Wien fühlte sie sich richtiggehend überfordert. Also ich stand da in einer ersten Klasse Volksschule und habe das Gefühl gehabt, dass ich da so einen Sack voller Flöhe vor mir habe, die einfach einen irren Bewegungsdrang haben und dass ich ihnen einfach nicht gerecht werden kann. Also auch der Lernstoff, den ich ausgewählt habe, war für manche viel zu leicht, für manche viel zu schwer und für einige hat es auch wirklich super gepasst, aber nur für wenige. Ich habe dann auch das Feedback dementsprechend von den Eltern bekommen und bin ihnen da bis heute dankbar, dass sie mich kritisiert haben. In ihrer Ausbildung als Lehrerin lernte sie rückblickend vor allem, wie sie die Kinder manipulieren konnte, zum Beispiel durch Lob und Tadel. Damals war man noch der Meinung, dass man die Kinder ganz viel loben soll, aber mit einem Lob manipuliere ich auch das Kind. Also wenn ich mich von Herzen freue, dann kann ich dieses Gefühl auch ausdrücken. Aber wenn ich das dann mache, um eine Tätigkeit
des Kindes zu erzielen, dann geht das schon mehr in die Manipulation. Also zu viel Lob beeinflusst das Kind und verdeckt sein Interesse, seinen inneren Trieb zu lernen. Die Montessori-Pädagogik gab der Volksschullehrerin das notwendige Werkzeug in die Hand, so zu unterrichten, wie es ihr Anspruch war. Mit Freude seitens der Lehrperson und mit Freude seitens der Kinder. Dafür entwickelte Maria Montessori zu Beginn des 20. Jahrhunderts die noch heute in der Montessori-Pädagogik verwendeten Lernmaterialien. Die Lernmaterialien unterstützen die Entwicklung der Kinder in ihren jeweiligen Fähigkeiten und Interessen. Von etwa 6 bis 12 Jahren entwickelt sich allmählich die Fähigkeit zur Abstraktion. Ab etwa 12 Jahren beginnt die Suche nach dem Platz in der Gesellschaft. Mit Hilfe der Montessori-Lernmaterialien können Kinder, aber auch Erwachsene, Dinge buchstäblich begreifen. Lernen mit allen Sinnen. Vor allem das mathematische Denken wird räumlich unterstützt und Kindern nicht zu früh ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen abverlangt. Hinzu kommt Kommunikation auf Augenhöhe. In der hierarchischen Organisation von Gesellschaft und Familie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus ein Novum. Der springende Punkt für mich bei der Montessori-Pädagogik war, den Kindern respektvoll gegenüberzutreten, einfach durch dieses individuelle Arbeiten, auch dass sie so ihre innere Motivation und ihre Neugier behalten, dass ich sie einfach so annehmen kann, wie sie sind und in ihren Talenten fördern kann. Manfred Spitzer ist Neurowissenschaftler und Psychiater am Universitätsklinikum Ulm. Er kann der Idee mit den Phasen, wie er sagt, wohl etwas abgewinnen. Allerdings läuft die Entwicklung des Gehirns aus seiner Perspektive wesentlich komplexer ab. Ja, also zunächst mal ist es so, dass das Gehirn noch heranreift. Und es reift eben nicht überall gleichmäßig heran, wie man das ja auch denken könnte, sondern es reift heran in einer ganz bestimmten, von der Natur ganz geschickt eingefädelten Reihenfolge. Das zentrale Nervensystem passt sich den äußeren Gegebenheiten und den daraus resultierenden Bedürfnissen von Kindern an. So funktionieren ganz einfache Bewegungen bereits bei der Geburt. Einige Informationen müssen nicht einmal bis ins Gehirn geleitet werden. Es reicht, wenn sie im Rückenmark registriert werden, um eine Reaktion hervorzurufen. Das Baby, wenn Sie das am Fuß zwicken, dann kann es auch mit dem Fuß schon ein bisschen wackeln, weil es vielleicht das Gezwicke es stört. Störung von außen als Auslöser für einen Lernprozess, in dem Bewegungen immer gezielter und koordinierter ausgeführt werden. Das Gehirn ist laufend bemüht, eine innere Ordnung wiederherzustellen, denn so verbraucht es am wenigsten Energie. Je besser sich das Gelernte im Gehirn verfestigt hat, umso weniger zusätzliche Energie wird verbraucht. Der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher Gerald Hüther veranschaulicht diesen Lernprozess am Beispiel des Autofahrens. Am Anfang ist alles neu. Der Fahrschüler muss auf jeden Handgriff achten, bekommt womöglich sogar Kopfschmerzen und ist anfangs nach jeder Fahrstunde ziemlich erschöpft. Das ist Ausdruck der anfänglich im Gehirn entstandenen Überregung und des damit einhergehenden erhöhten Energieverbrauches. Anschließend stabilisieren sich die neuen Erregungs- und Reaktionsmuster im Verlauf jeder Fahrstunde zunehmend und verbrauchen nun kaum noch zusätzliche Energie. Das Gehirn hat seine Kohärenz wiedergefunden. Schreibt Gerald Hüther in seinem Buch »Mit Freude lernen, ein Leben lang«. Je mehr Zeit und Energie wir dem Lernen und Verfestigen bestimmter Fähigkeiten widmen, umso mehr Platz bekommen die zusammenhängenden Informationen im Gehirn, erklärt der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Ähnliche Informationen kommen nebeneinander, Unähnliches weiter weg. Und diese Prinzipien, die sind ganz simpel und sobald Sie die haben, entstehen Landkarten. Und in den einfachen Gehirnbereichen entstehen tatsächlich Landkarten, nämlich Landkarten des Augenhintergrundes im ersten Zentrum des Sehens, Landkarten der Körperoberfläche fürs Tasten und Landkarten der Muskeln und des Bewegens für die Motorik. Das Gehirn schafft für die vielen Informationen übergeordnete Bereiche und sucht nach Zusammenhängen.
So sind wir irgendwann imstande, gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen. Soziales Lernen ist passiert. In seiner gesamten, komplexen Bandbreite an Dingen, die dazugehören, um eine Handlung auszuführen. Manfred Spitzer nennt als Beispiel den Besuch der Großmutter. Und dann geht's dahin, dass ich muss dir jetzt erstmal einen Kuss geben. Das heißt, dann muss ich eine komplexe Handlung planen. Und da geht's wieder vom Oberziel, freundlich sein, dann ein untergeordnetes Ziel, Kuss geben, bis hin zu, ich muss da hingehen und muss die Lippen spitzen und muss dann so einen Schmatzer auf die Wange machen. Das leisten dann zunehmend wiederum von den komplexen, immer einfachere motorische Zentren, bis man bei dem und dem Muskel ist, der angehen und ausgehen muss, damit eben so ein Kuss gemacht werden kann. Das Gehirn ist nach diesem Grundprinzip der Landkarten und Areale aufgebaut. Hinzu kommt: Und erst wenn Verbindungsfasern mit Fett umwickelt werden, dann wird die Leitungsgeschwindigkeit für die Nervenimpulse etwa 30-fach schneller. Und dann sind die Dinger, wenn man so will, erst online. Vorher waren die da, aber sind nicht in den Informationsverarbeitungsprozess einbezogen. Beim Säugling sind die Verbindungsfasern noch nicht mit Fett umwickelt. Das geschieht nach und nach. Schritt für Schritt werden die Analyseeinheiten des Gehirns genauer und detaillierter. Das wird also immer komplizierter, was in diesen Arealen geschieht. Man kann auch sagen, immer abstrakter. Man kann auch sagen, immer hochstufiger. Und ich sage mal ein Beispiel. Wenn dann das Gehirn herangereift ist, dann gibt's in hochstufigen Arealen der Bedeutung, also der Signalanalyse zum Beispiel, sowas wie Eiscreme. Es gibt aber auch im Planungszentrum, also ganz hochstufiges motorisches Zentrum, wo meine Ziele festlegen, gibt es so ein Ziel, gute Figur haben. Die Planungseinheit im Gehirn eines Erwachsenen erinnert an das übergeordnete Ziel. Die reflexartige Handlung wird verdrängt und das Eis nicht gekauft. Das ist langfristig viel wichtiger als jetzt gerade wohlschmeckendes Vanilleeis essen und dann essen Sie es nicht und trinken ein Glas Wasser. Und das muss man natürlich erstmal hinkriegen. Dafür braucht es die Fähigkeit zu implizieren, was folgen könnte und was notwendig ist, ein bestimmtes Ziel Schritt für Schritt zu erreichen. Ein kleines Kind kann das gar nicht können. Deswegen kann man mit Dreijährigen auch nicht über Bonbons diskutieren, die sie jetzt nicht essen sollten, weil das nicht gesund für sie ist. Da kann man nur die Bonbons wegschließen oder sagen, du kriegst jetzt keins, Punkt, aus. Oder mit 13-Jährigen, denen kann man kein Smartphone schenken oder es wegschließen, wenn man ihm sagt, pass mal auf, du kriegst es jetzt nicht, Punkt, aus. Weder der Dreijährige hat genug Hirnschmalz im Kopf und eben jetzt nicht Bonbons zu essen, weil er sieht, das ist besser für ihn. Und der 13-Jährige, der hat auch noch nicht genug inhibitorischen Hirnschmalz im Frontalhirn, um zu sagen, ich gehe jetzt nicht an mein Smartphone, weil langfristig lerne ich dadurch nicht Selbstkontrolle. Und deswegen muss man denen auch helfen, indem man sagt, du kriegst von mir noch keins, oder da muss man es eben wegtun. Was wissenschaftlich erklärt ganz einfach klingt, ist im Alltag die große Herausforderung. Im Zeitalter der Digitalisierung wird Manfred Spitzer aufgrund dieser Aussagen gern kritisiert. Der Entwicklungsbiologe und Hirnforscher Gerald Hüther gibt in seinen Büchern und Vorträgen Ideen für Handlungsstrategien, die Familien, aber auch schulische Institutionen beim Lernen auf allen Ebenen unterstützen können. Viele Eltern sind ratlos, wie sie ihre Kinder im Umgang mit digitalen Medien schützen können. Aber der Schutz kann ja nicht heißen, ich schließe das Kind vor dieser Welt ab, schicke es in eine separate Schule, wo nur noch so Gleichgesinnte sind, ziehe mich zurück in eine Landkommune, wo alle Friede, Freude, Eierkuchen unterwegs sind. Nee, das Kind müsste ja vorbereitet werden, sich in dieser verrückten Welt dann auch zurechtzufinden. Genau daran scheitern viele Eltern, meint Gerald Hüther. Aus Ratlosigkeit, weil sie nicht wissen, wie das gehen soll. Oder aus Angst, ihren Kindern unangenehme Erfahrungen nicht zu ersparen, indem sie klare Grenzen setzen. Also ich möchte nicht, dass bei uns hier im Hause, wenn wir gemeinsam essen, ein digitales Gerät benutzt wird. Da macht man das Kind ja nicht zum Objekt, sondern man sagt, dass man das nicht möchte. So. Und wenn man so mit dem Kind redet, dann kann das Kind sagen, ich möchte das aber anders. Und dann sagt man, okay, aber du bist nicht alleine hier in der Familie und wir sind noch mehrere. Und das stört uns alle, wenn du da mit dem Ding da rummachst. Also wenn du unbedingt lieber mit dem Ding rummachen willst, in deinem Zimmer kannst du das machen, aber hier am Esstisch nicht. So, das ist konsequent. Das sagt man wirklich, wo es lang geht.
Geduld und ständiges Wiederholen braucht es also nicht nur zum Lernen von unregelmäßigen Verben in einer Fremdsprache, sondern auch beim sozialen Lernen. Für sensorische Lernprozesse ist die Notwendigkeit des Trainings im Gehirn noch offensichtlicher. Hier sind auch die Zeitfenster enger, die das Gehirn hat, um bestimmte Areale zu entwickeln, wenngleich sie nicht genau bekannt sind, so der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Aber man weiß, dass zum Beispiel die einfachen sensorischen Inhalte, wenn die zu einem gewissen Zeitpunkt nicht in den Gehirnbereichen angelegt sind, dann war es das einfach. Ein Beispiel ist unser Sehsystem, für das sich die Verbindungen im Gehirn mit den Augen mit etwa 5 Jahren gebildet haben müssen. Es gibt ja Kinder, die sehen bei Geburt auf einem Auge schwächer. Und wenn man denen nicht dann das gesunde Auge ein paar Stunden jeden Tag zuklebt, dann passiert Folgendes. Die Gehirnrinde nimmt sich gerne die Bilder vom guten Auge und die vom schlechten Auge, für die interessiert es sich nicht so sehr. Die werden auch nicht verarbeitet. Die werden zum Teil sogar wahrscheinlich aktiv unterdrückt. Und dann lernt eben das Gehirn nicht, die Signale vom schwächeren Auge zu empfangen. Ganz einfach, weil da wenig Signale ins Gehirn reinfließen. Auge und Gehirn werden trainiert, indem das gesunde Auge zugeklebt wird. Das hilft, die Verbindungen im Sehsystem herauszubilden. Wenn man das nicht macht, werden sie nicht ausgebildet und dann ist ein Auge, das nur 70% sieht, nach 5 Jahren blind, wenn man nicht das gute Auge diese ersten 5 Jahre zugeklebt hat. Zeitressourcen sind gerade bei körperlichen Defiziten oder Entwicklungsstörungen das größte Problem. Sowohl seitens der Eltern als auch des Lehrpersonals. Die meisten Lernprozesse fordern Geduld, Gelassenheit und Reflektiertheit von der Umgebung. Kinder und Jugendliche lernen am meisten durch eigene Erfahrungen, betont Gerald Hüther. Vieles davon können Eltern gestalten. Zum Beispiel, wenn ein Kind den Wunsch äußert, ein Musikinstrument zu spielen. Diesen Wunsch auf direktem Weg zu erfüllen und etwa zu Weihnachten ein Schlagzeug unter den Christbaum zu stellen, wird in den meisten Fällen zu mehr Diskussionen als zu Lernerfolg führen. Gerald Hüther rät, zunächst herauszufinden, warum es ausgerechnet dieses Instrument sein soll. Ist es, weil der beste Freund das gleiche Instrument spielt? Oder weil tatsächlich ein tieferes Interesse an genau diesem Instrument besteht? Also wird man das Kind erstmal mitnehmen in ein Orchester. Manchmal gibt es so offene Orchestertage und das Kind kann dann dort zwischen den Reihen durchgehen und kann sich angucken, wie die einzelnen Instrumente klingen, wie die aussehen, vielleicht sogar, wie man die handhabt. Vielleicht spielt ihm da auch der betreffende Musiker ein bisschen was vor. Und dann wird man sehen, dass jedes Kind hat an irgendeiner Stelle in diesem Orchester den Augenblick, wo die Augen glänzen. Da muss man hingucken. Schließlich können Eltern und Kind eine Art Vertrag aushandeln. Ohne Üben wird schließlich wenig passieren. Welchen Tag in der Woche wird geübt und wie lange? Und wenn nicht geübt wird? Gerald Hüther plädiert dafür, die Kinder in die kreative Lösungssuche mit einzubeziehen. Okay, Papa, wenn ich dann am Freitag eine halbe Stunde das Üben nicht will, gehe ich runter und fege die Straße. Sagt, okay, das ist ein Deal. Und dann wird das aufgeschrieben, Vereinbarung zwischen Papa und Felix. Mitunter wird es passieren, dass Felix keine Lust zum Schlagzeugüben hat. Doch dafür gibt es dann den Vertrag, der an einer gut sichtbaren Stelle im Zimmer angeklebt ist. Nicht üben heißt Straße kehren. Das macht er einmal, weil Straße fegen ist richtig blöd gemessen am Instrument üben. Und so kann man Lernprozesse so gestalten, dass das Kind der Gestalter dieses Lernprozesses wird. Das fällt vielen Menschen so unendlich schwer, sich das so vorzustellen, weil sie das nicht gewohnt sind. Radiokolleg, präsentiert von Wolfgang Ritschel. Herzlich willkommen. Wer ein Instrument beherrscht, der lernt auch relativ leicht ein zweites. Wenn dies in jungen Jahren bei Ihnen nicht am Programm gestanden ist, dann gibt es eine gute Nachricht. Sie können auch mit 50 plus noch ein Instrument erlernen oder eine Fremdsprache. Es wird halt ein wenig länger dauern, aber Geduld soll ja auch eine Tugend des Alters sein. Wir können unser ganzes Leben lang lernen. Die Wissenschaft lässt nun keine Ausreden mehr gelten. Wobei das lebenslange Lernen viele Facetten hat. Dass auch Emotionen beim lebenslangen Lernen eine Rolle spielen, darum geht es nun im dritten Teil der von Margit Atzler gestalteten Reihe »Wie wir lernen – Bedürfnisse und Methoden«.
Ich schaue mir immer wieder Videos an, Klettervideos. Ich schaue den anderen zu in der Halle. Aber ich kann noch nicht ganz so viel, also ich kann eh schon voll super klettern, finde ich. Ja. Dass ich zuerst mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja. Aber ich mache jetzt gerade auch so Sturztraining oder Sturzübungen. Und ich merke, das hilft mir enorm. Weil ich merke, ich kann dann jeder, also ich weiß zwar, dass mir nichts passieren kann, wenn ich am Seil bin. Aber wenn ich dann merke, ich springe in das Seil rein, nicht aus einem Grund, weil ich mich nicht mehr halten kann, sondern weil ich das jetzt ganz bewusst mache, das wird mit jedem Sturztraining viel, viel besser. Also es hilft mir wahnsinnig beim Klettern. Irmgard ist Unternehmerin aus Wien. Im Alter von 50 Jahren begann sie, mit dem Klettern eine völlig neue Sportart zu lernen. Also wie ich zum Klettern gekommen bin, hat eigentlich eine kleine Vorgeschichte. Ich habe begonnen, Skitouren zu machen. Das war eigentlich schon immer mein Traum. Bis wir die ersten Gipfel erklommen haben, wo es dann so runterging, hat meine ganze Freude irgendwie so ein bisschen einen Einbruch gehabt, weil ich wahnsinnige Höhenangst habe. Und es reichten schon 3 Stufen einer Leiter, wo ich totale Beklemmungsgefühle bekomme und Schweißausbrüche bekomme. Und ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, da muss ich was unternehmen. Ja. Ich möchte unbedingt diese Skitouren weitermachen, aber ich muss diese Höhenangst, ich muss mich der einfach stellen. Ihre Skitourenfreunde schlugen Irmgard vor, mit ihnen zum Klettern zu gehen und auf diesem Weg, gesichert durch ein Kletterseil, Vertrauen zu gewinnen. Wie ich das erste Mal so 20 Meter über dem Erdboden war, an einer für mich damals völlig glatten Felswand, wo, ja, war schon eine ziemliche Herausforderung, aber es gab ja keine Zurück mehr. Ich musste dann nach oben. Und wie ich dann oben am Plateau war und da so über die Bäume hinweg Richtung, es war in Berchtoldsdorf, Richtung Westen geschaut habe und die Sonne ist gerade untergegangen, dann war das so ein unglaublich tolles, beglückendes Gefühl, dass ich das geschafft habe. Ja, das war so der Beginn. Irmgard wurde neugierig und nutzte immer öfter die Möglichkeit, mit ihren Freunden klettern zu gehen. Nicht nur am Felsen, sondern auch in der Halle, mit Trainer, um die Technik zu lernen. Ihre Höhenangst ist nach 2,5 Jahren Klettertraining zwar nicht gänzlich verschwunden, doch nicht mehr so lähmend wie früher. Also ich habe beim Skitouren gehen diese Höhenangst überhaupt nicht mehr. Ich kann am Gipfel stehen, ohne dass ich mich am Gipfelkreuz festklammern muss, ja, und kann wirklich diesen Ausblick genießen, so wie die anderen auch. Und das ist wirklich, also es hat sich wirklich gelohnt. Ein weiterer Bonus für Irmgard. Mit dem Klettern hat sie eine völlig neue Sportart für sich entdeckt. Also ich bin leidenschaftliche Ausdauersportlerin, aber das ist Klettern natürlich nicht. Also da braucht man schon ein bisschen Kraft und Technik und viel mehr als bei Schwimmen oder Laufen oder Radfahren spielt die Psyche mit, ja, und vor allem die Bewegung. Also das ist ja dem Krabbeln ähnlich und das tut total gut und es ist, ja, man glaubt dann gar nicht, was so Finger tragen können und wie spannend es ist, mit dem Körperschwerpunkt zu spielen. Ja, es ist wirklich für mich eine ganz neue Erfahrung der Bewegung. Irmgard bewegte sich mit einer großen Portion Motivation Schritt für Schritt auf ihr Ziel zu. Sie gewann Vertrauen, das sie mit dem Ausbau der neu erworbenen Fähigkeit weiter stärkt. Andere Erwachsene sind oft überzeugt, für bestimmte Dinge keine Begabung zu haben. Dadurch versuchen sie erst gar nicht, neue Dinge zu erlernen. Oder die Überzeugung, untalentiert zu sein, ist so stark, dass sie den Lernerfolg verhindert. Ja, mein Name ist Markus Jaroschka. Ich habe im Sinne der Sprachen keinen großen Erfolg hinter mir, weil ich immer wieder angefangen habe zu lernen, Englisch und Italienisch. Aber ich war beruflich immer so sehr überlastet, dass ich nie durchgehalten habe einen Sprachkurs, weil es einfach die Zeit nicht dazu hatte. Der Pensionist Markus Jaroschka ist Literat und ehemaliger Leiter der Urania in Graz. Von Sprachkursen über Kassetten, CD-ROMs und mittlerweile eine Sprachlern-App hat er alles ausprobiert. Ohne den gewünschten Erfolg. Es war immer ein Wunsch, es zu lernen. Und ich habe es nicht geschafft, dass ich einen englischen Film verfolgen konnte. Weil ich einfach immer stur war, beim Vokabel hängen zu bleiben, nachgedacht habe, was hat das geheißen. Inzwischen ist der Film weitergegangen und ich bin nicht mehr hineingekommen. Ja. Markus Jaroschka behauptet von sich selbst.
Ich bin leider nicht sehr sprachenbegabt, ja. Scheinbare Begabung oder ein angeborenes Talent entscheiden oft darüber, welche Dinge wir mit Begeisterung im Leben lernen oder vertiefen wollen. Der deutsch-schweizerische Musiker und Begabungsforscher Heinrich Jacobi behauptete, dass Begabung gar nicht nachgewiesen werden könne. Menschen verlieren lediglich die Fähigkeit und den Mut, sich auszuprobieren und zu improvisieren. Durch Vorschriften, ungeeignete Fragestellungen, voreilige Hilfestellungen und Problemlösungen durch Erwachsene werden Kinder in ihrer Entfaltung gestört. Die Auswirkungen davon bleiben ein Leben lang bestehen. Heinrich Jacobi gab sogenannte Nachreifungsseminare für Erwachsene. In diesen Seminaren regte er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu an, sich der durch äußere Einflüsse bedingten Fehlentwicklungen bewusst zu werden, sich selbst zu reflektieren und Fähigkeiten neu zu entdecken. Heinrich Jacobis Fokus lag dabei auf der Erziehung der Erzieher. Der hat da in meinem Buch, dem Buch Jenseits von Begabt und Unbegabt, da sind Bilder drinnen von Menschen, von armlosen Menschen, also die ohne Arme geboren wurden und was die mit ihren Füßen alles konnten. Und wo er gesagt hat, in den Füßen steckt das alles auch drinnen, was wir in den Händen haben, nur wir üben sie nicht, wir verwenden es nicht. Und er hat immer wieder gesagt, es kommt ganz stark darauf den inneren Zustand an, ob man lernen kann oder nicht. Margarete Distelberger unterrichtete in der Basisbildung und Alphabetisierung für Erwachsene und parallel dazu Mathematik an einer höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, kurz HLW. Sprich, ich hatte einerseits die Schüler, die wirklich über die Grundrechnungsarten nicht konnten und habe auf der anderen Seite die Schülerinnen aufs Studium, aufs WU-Studium vorbereitet. Margarete Distelberger ist mittlerweile pensioniert, aber nach wie vor in der Aus- und Weiterbildung von anderen Basisbildungstrainerinnen tätig. Ich habe nicht den der Weisheit letzten Schluss. Ich versuche einfach immer die Menschen aufzubauen. Mein Erfolg liegt eigentlich darin, wenn die Leute die Angst davor verlieren. Und sich wieder was zutrauen, weil dann können sie sich auch einmal selber was suchen und erarbeiten. Ohne Probleme, ja. Erwachsene Analphabeten beispielsweise haben es besonders schwer, denn ihnen fehlen positive Lernerfahrungen, auf die sie zurückgreifen können. Im Alter von 40 oder 50 Jahren nicht lesen und schreiben zu können, ist für manche ziemlich frustrierend. Und ein Selbstwert, der unter dem Teppich passt, ja. 48 Jahre. Legastheniker, so wie im Buche steht, alle Symptome, die er nur haben kann, hat er gehabt. Mit dem konnte ich Einzelunterricht machen. Und das war schön. Und da haben wir einfach immer wieder, habe ich halt geschaut, dass ich seine Stärken auch immer wieder herausarbeite, weil gerade Legasthene-Menschen zum Beispiel sehr gute räumliche Einschätzungen haben. Wenn die etwas im Aufrecht sehen, die wissen genau, wie lang das ist, wenn sie es hinlegen. Das kann ich nicht. Der hat Bäume umgeschnitten, wo andere daneben gestanden sind und sich gedacht haben, das geht sich nie aus. Es ist sich ausgegangen, das hat er natürlich genau gewusst, weil der es einschätzen konnte. Und ja, der hat lesen gelernt und hat den Führerschein. Studiert haben eigentlich nur die Buben, die Priester werden wollten. Und so sind die zum Studieren gekommen, aber von einer Frau hat man das nicht erwartet, dass sie irgendeine höhere Bildung hat. Bereits ihre Volksschullehrerin empfahl den Eltern, das Mädchen ins Gymnasium zu geben. Ihre Eltern waren offen und fortschrittlicher als viele andere in ihrer Heimat. Sie maturierte und durfte sogar zur Universität. Dann habe ich dort Mathematik und Philosophie, Psychologie, Pädagogik studiert. So mir vorgestellt, Mathematik ist einmal gut zu unterrichten und das andere ist interessant zu studieren. Unsicherheiten und Angst vor Fehlern beim Lernen zu überwinden, übte sie selbst während ihrer Schul- und Universitätslaufbahn. Doch auch körperliche Herausforderungen halfen ihr, ein umfassendes Verständnis für die heute hauptsächlich erwachsenen Schülerinnen und Schüler laufend zu vertiefen. Wir waren im Urlaub. Mein Mann surft sehr gerne. Ich würde auch gerne so gut surfen können wie er, aber ich habe niemals die Ausdauer, so viel zu üben wie er.
Die Grundlagen des Surfens hatte Margarete Distelberger bereits in einem Kurs gelernt. Wie das geht, wie man das, wenn man Segel nach vor gibt und nach hinten gibt, wie man es aus dem Wasser zieht und was das Surfbrett macht, wenn ich das Segel nach vor gebe oder nach hinten und so. Ich habe mir das wirklich prinzipiell alles erklärt. Und ich habe so notdürftig auch surfen können. Und eines Tages saß ich am Strand und war nicht gut aufgelegt. Und dann kommt der fröhlich mit seinem Surfbrett daher. Ich habe einen Neid gekriegt. Dann habe ich mich plötzlich so benachteiligt gefühlt gegenüber meinem Bruder. Der durfte Skifahren lernen, ich nicht. Und so, also man sieht schon, ich war einfach gut drauf. Gell? Und da ist er gekommen und ich habe gesagt, ich will auch surfen. Und er hat gesagt, bitteschön, hat mir sein Zeug da gelassen. Und ich bin da drauf gestiegen und ich bin nicht weggekommen vom Strand. Das hätte ich eigentlich können müssen. Bin draufgestanden, habe gezittert und bin nicht weggekommen von dort. Margarete Distelberger erinnerte sich an etwas, das sie im Buch Jenseits von Begabt und Unbegabt des deutsch-schweizerischen Musikers und Begabungsforschers Heinrich Jacobi gelesen hatte. Er empfiehlt, mit tastenden Schritten zu gehen. Das heißt, ich schaue mir die Oberfläche an von dem Boden und überleg mir, wie sich das wohl anfühlt, wenn ich da draufsteige. Dann steige ich mit bloßen Füßen drauf und dann bemerke ich, wie sich's wirklich anfühlt. Über eine Stunde lang ging Margarete Distelberger auf diese Weise über die Felsen am Strand. Und dann bin ich zurückgekommen, bin auf dieses Surfbrett gestiegen, bin hinausgezogen wie nix, hab mehrmals die Bucht gequert und bin dann in die Bucht hineingefahren, da sind Boote gelegen. Und ich bin zwischen den Booten da zickzack hineingefahren mit dem Surfbrett, habe es dort versorgt. Und meine Freundinnen am Strand haben gesagt, boah, wir haben gar nicht gewusst, dass du so surfen kannst. Und ich habe gesagt, ich habe es auch nicht gewusst, dass ich so surfen kann. Nie in meinem Leben habe ich das noch einmal zusammengebracht. Ich habe es vorher nicht gekonnt und nachher. Aber ich habe ganz fest gewusst, dass es auf meinen inneren Zustand ankommt. In diesem einen Augenblick fand die Mathematiklehrerin den Zugang dazu, was sie bereits theoretisch gelernt hatte, und verinnerlichte dieses Wissen. Das war auch ihre Herangehensweise an kognitives Lernen. Das war so mein Zugang dann in der Pädagogik, auch in der Erwachsenenpädagogik vor allem, zu sagen, ich bin sicher, ihr habt schon genug gelernt. Jetzt geht's darum, dass ihr wieder einen Zugang kriegt zu dem, was ihr schon könnt. Und das war so mein Zugang zu den Menschen einfach. Zu wissen, die können ganz viel und die können ganz viel andere Sachen als die, die hier gerade zufällig verlangt werden. Aber sie können auch für diese Dinge, sie haben sehr viel gelernt und sie können das auch, können wieder Zugang kriegen dazu. Neues zu lernen fällt jüngeren Menschen vermeintlich leichter. Doch oft haben Erwachsene bereits mehr negative Erfahrungen gemacht, die den gewünschten Lernerfolg erschweren oder gar verhindern. Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler und Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Ulm. Die Anzahl der Wiederholungen, die man braucht, bis was sitzt, ja, beim Zweijährigen 1 bis 2, beim Fünfjährigen sind es schon mehr und beim 50-Jährigen, ja, da sind sie bei 20 oder 100 und es sitzt immer noch nicht. Das Gehirn braucht bei Erwachsenen zwar länger, um neue Inhalte zu lernen, hat aber bereits mehr Basiswissen, auf das es im Idealfall aufbauen kann. Wenn Sie schon Englisch, Französisch und Spanisch können und dann lernen Sie Italienisch, piece of cake, weil die meisten Wörter kennen Sie schon, weil die im Französischen oder im Englischen oder im Spanischen eben schon vorgekommen sind. Und deswegen haben Sie eben dann sogar leichteres Spiel als Kinder, die ja Jahre brauchen, bis sie eine Sprache können. Erwachsene, die trainiert sind, brauchen nicht Jahre, sondern können sie in Monaten. Je mehr Erfahrungen das Gehirn hat, auf die es aufbauen kann, die dem Ziel nicht im Weg stehen, desto mehr ist möglich, erklärt der Neurowissenschaftler. Man lernt also tatsächlich nie aus. Ja, also wenn das Gehirn fertig entwickelt ist, dann ist es noch nicht fertig gebildet, weil es ja noch weiter lernen kann. Das ist das eine. Aber jetzt kommt eben was dazu, wenn Sie 20 sind und Sie sind dann schon, 13, 14 Jahre in die Schule gegangen,
dann hat ihr Gehirn schon jede Menge Bildung mitbekommen, wenn es gut lief. Und genau damit läuft es weiter und lernt weiter. Manfred Spitzers wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit den Schnittstellen von Neurobiologie, Psychologie und Psychiatrie. Die ersten 20 Lebensjahre reift das Gehirn. Die Synapsen zwischen den Nervenzellen werden immer stärker, ja sogar größer und dicker. Und deswegen passiert da auch dann chemisch mehr, wenn ein Impuls drüber läuft und der wird dann eben besser rübergeleitet, hat einen größeren Effekt auf der anderen Seite. Das wissen wir seit 20 Jahren. Aber seit so 10 Jahren stellt sich immer klarer raus, es gibt sozusagen bei Nervenfasern Folgendes, dass von der Faser eine kleine Faser abgeht und die geht zu einer Zelle, die genau für diese Ummantelung sorgt. Und diese Faser aktiviert diese Zelle. Das ist natürlich nur dann, wenn durch die Faser gerade ein Impuls läuft. Das aber sorgt dafür, dass genau die Fasern, durch die viele Impulse laufen, die werden noch besser mit Fett ummantelt. Und die Fettummantelung sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit, mit der die Impulse durch die Faser sausen, noch einen Tick schneller geht. Also unser Hirn hat auch diese aberwitzige Eigenschaft, genau die Fasern, die wir häufig brauchen, noch einen Tick schneller zu machen. Umgekehrt werden jene Nervenfasern, die nicht so oft in Verwendung sind, weniger mit Fett umwickelt und dadurch langsamer. Manfred Spitzer wird nicht müde zu betonen, dass lebenslanges Lernen, für das die Basis in Kindheit und Jugend gebildet wird, die beste Vorbeugung vor Demenz ist. Demenz heißt wörtlich de herab, mens Geist, also geistiger Abstieg. Wenn Sie also von einem hohen Berg aus absteigen, dann dauert's länger, bis Sie unten sind, als wenn Sie von einem flachen Hügel absteigen, sind Sie gleich unten. Und genau das gilt für Demenz auch. Lebenslanges Lernen meint natürlich nicht, dass man ununterbrochen lernt, sondern nur, dass man bereit ist, aus eigenem Interesse oder aus beruflichen Gründen etwas dazuzulernen, dass man offen dafür ist und auch in der Lage, es zu schaffen. Schreibt die Bildungsforscherin Christiane Spiel in ihrem Buch Schule – Lernen fürs Leben? Fragezeichen, Rufzeichen. Wenn ich gefordert bin, durch äußere Umstände etwas zu lernen, dass ich dazu in der Lage bin und das nicht als Bedrohung sehe, das kann sein eine Umschulung oder so etwas, beziehungsweise wenn ich aus individuellen Gründen sage, mich interessiert zum Beispiel eine Sprache zu lernen oder irgendetwas anderes, ein Musikinstrument oder Sport, dass ich dann das nicht als Bedrohung sehe und sage in der Schule, um Gottes Willen, das Lernen ist mir schon so furchtbar schwer gefallen, ich mache das gar nicht, sondern dass ich weiß, ich kann das und ich werde es schaffen. Irmgard, die im Alter von 50 Jahren mit dem Klettern begann, ist Unternehmerin in der Gastronomie. Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legt sie nahe, immer weiter zu lernen. Aber was ist Lernen? Das sind einfach neue oder Erfahrungen auch. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man neuen Sport, eine neue Sprache, ein neues Musikinstrument und permanent damit beschäftigt ist, was ganz Neues zu lernen. Das, glaube ich, muss es nicht unbedingt sein. Gerade die Gastronomie ist körperlich sehr fordernd. Daher sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen sein, sich in anderen Bereichen des Unternehmens weiterzubilden. Weil wenn es dann körperlich vielleicht schwieriger wird, dann müssen sie bereit sein für andere Positionen. Sie haben die Erfahrung, sie haben das Know-how, sie wissen, wie wir ticken. Das sind extrem wertvolle Mitarbeiter. Aber sie sind dann vielleicht langsamer oder nicht mehr so kräftig. Und darauf muss man einfach Rücksicht nehmen. Und man kann dadurch eigentlich wieder ein ganz neues Potenzial schöpfen aus den eigenen Mitarbeitern. Und das sehe ich so, dass im betrieblichen Sinne dieses lebenslange Lernen. Und das einfach nebenbei. Doch wie kann betriebliches Lernen in anderen Bereichen in der Gastronomie aussehen? Wir machen auch ganz gerne mal so Job Rotation, dass man mal was ganz anderes macht. Ja, dass man mal sieht, was macht eigentlich die andere Abteilung. Oder was machen die Lehrlinge bei uns eigentlich? Ja, dass man wirklich wieder bewusst mit ganz Jungen zusammenkommt. Man lernt sehr viel voneinander. Für Irmgard steht die Freude am Lernen auch als Erwachsene immer im Vordergrund. Sei es auf den Beruf bezogen oder im persönlichen Bereich. Denn das macht das Leben lebenswert. Wenn man was ganz Neues lernt, was man sich nie zugetraut hat und das dann macht und dann seine ersten Erfolgserlebnisse hat,
Das ist so unbeschreiblich schön. Aber vielleicht bin ich auch der Typ Mensch, der durch Herausforderungen wächst. Ich suche ja natürlich auch immer diese Herausforderungen. Ja. Ich liebe Veränderungen. Ich liebe es, wenn es einmal nicht so leicht ist. Und das nicht so leicht liebe ich nicht. Aber dieses Gefühl, es dann geschafft zu haben, das gibt mir einfach sehr, sehr viel. Wenn das kein Motivationsschub ist, um eine neue Sportart, eine neue Sprache oder ein Instrument zu erlernen, dann weiß ich auch nicht. Wenn Sie sich dennoch erst einmal in die theoretischen Grundlagen des lebenslangen Lernens vertiefen wollen, zu dieser von Margit Atzler gestalteten Radiokollegreihe über das Lernen, gibt es eine Link- und Literaturliste, erhältlich unter der Wiener Telefonnummer 501 70 371 oder per E-Mail unter oe1.service@orf.at. Im morgigen vierten Teil geht es dann um effektive Lernmethoden. Radiokolleg. Widmen wir uns dem Lernen, was ja nicht jedem leicht fällt. Wer Kinder hat, der hat diese Ermahnung irgendwann mal ausgesprochen. Jetzt setz dich hin und lern endlich. Schließlich will man mit dem Kind ja auch noch etwas Angenehmes machen, spielen etwa. Könnte man nicht spielerisch lernen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Sagen wir mal so, das ginge, wenn sich die Lehrenden dementsprechend vorbereiten würden. Im Alltag bleiben meist Erinnerungen an mühseliges Vokabellernen oder bedrohliche Mathematik-Schularbeiten zurück. Margit Atzler betrachtet in ihrer Reihe »Wie wir lernen, Bedürfnisse und Methoden« das Lernen ganzheitlich und stellt im abschließenden vierten Teil dieser Reihe nun Lernmethoden vor, die das Erreichen von Lernzielen deutlich erleichtern sollen. Ja? Wie bereitet man drei? Wir besprechen es beim nächsten Mal. Jetzt macht es mal, dass wir sie auch nicht helfen. Können Sie aber dann besprechen. Also wenn wir ein Kapitel abschließen möchten, haben wir normalerweise einen Test. Und vor dem Test haben wir so eine sogenannte Lernzielkontrolle. Und wir müssen, das sind halt alle Fragen, die mit dem Thema was zu tun haben, alles, was wir gelernt haben. Aber wir müssen beim ersten Versuch die Fragen aus dem Gedächtnis versuchen zu machen. Jasmit, Schüler einer siebten Klasse des Gymnasiums Anton Kriegergasse in Wien-Liesing. Und danach, wenn wir fertig sind, also wenn wir denken, wir können nichts nicht mehr aus dem Gedächtnis, dann müssen wir mit dem Heft kontrollieren. Und dann, wenn wir schauen, dass das, was wir noch was zum Lernen haben, dann lernen wir das bis zum Test und dann haben wir einen Test. Lernzielkontrollen gehören im Physikunterricht von Michel Fleck zu gern eingesetzten und bewährten Methoden, um die Schülerinnen und Schüler optimal auf einen Test vorzubereiten. Das ist so ein bisschen ein Ritus, das mögen Sie zwar nicht so gerne, weil vor allem, er hat vorher schon verhandelt, einen Test auslassen können, aber mir ist es wichtig, immer wenn wir ein Kapitel machen, dass man es abschließt, einerseits selbst revisieren, auch gleich überprüfen, wie vollständig ist das Heft, was haben Sie alle, was fehlt Ihnen, was können Sie nicht. Und dann, hoffentlich, wenn wir das besprochen haben und dann noch Fragen geklärt haben, weil ich sehe vielleicht auch, irgendwas wurde nicht verstanden oder irgendein, ich habe vielleicht eine Frage dabei, die habe ich gar nicht gut gemacht oder so. Und wenn wir dann alles durchgesprochen haben, dann kommt der Test. Und das funktioniert eigentlich normalerweise sehr gut. Dann sagt sie, danke, ich habe einen Kalendertermin mit. Nächste Woche Dienstag oder Donnerstag, wann ist ich lieber Physik? Donnerstag. Spricht nichts dagegen, keine Schularbeiten, sonst was? Gut, dann bitte aufschreiben, Sie haben einen Kalender offen. Nein, wer hat einen Kalender? Du, was nächste Woche Donnerstag ist dann? Für die Schülerin Alexandra liegt der Vorteil der Lernzielkontrolle als Bestandteil des selbstregulierten Lernens auf der Hand. Wir müssen eigentlich alles wiederholen und es ist eigentlich gut, dass wir unsere Notizen benutzen können. Also zuerst beantworten wir die Fragen selbst, dann schauen wir schon, wo die Fehler sind. Fehler zu machen ist völlig in Ordnung und wird nicht gleich mit einer schlechten Note bestraft. Die Volksschullehrerin und Montessori-Pädagogin Eva Rosner. Fehler sind aber ganz wichtig zum Lernen. Man kann ohne Fehler eigentlich gar nicht lernen. Und es macht auch sehr, sehr viel mit dem Selbstbewusstsein der Kinder. Im Laufe der Kindheit lernen viele Menschen, Fehler als etwas Negatives zu bewerten. In der nach der italienischen Ärztin Maria Montessori benannten Pädagogik wird ein anderer Zugang gesucht. Das heißt, ich bessere Fehler nicht direkt aus, sondern ich biete eine Lektion an, damit sich das Kind verbessern kann. Also ein Beispiel. Die Kinder haben oft zu mir gesagt, ich bin auf den Sessel gesteigt. Das ist jetzt grundsätzlich falsch, weil es gestiegen heißt. Doch gesteigt ist ja
nach den Grammatikregeln richtig und das Kind begreift zuerst die Regeln, wendet sie an und lernt dann erst die Ausnahmen. Wenn das Kind jetzt zu mir sagt, ich bin auf den Sessel gesteigt, dann würde ich den Satz nur wiederholen und sagen, aha, du bist auf den Sessel gestiegen. Gerade das selbstregulierte Lernen braucht das Erkennen von Fehlern und Finden von Lösungen. Bildungsforscherin Christiane Spiel. Selbstreguliertes Lernen heißt eben, dass ich nicht nur auf direkte Anweisung einer anderen Person arbeite, die mir auch genau sagt, wie teile ich meine Zeit ein, was mache ich jetzt und so weiter, sondern dass ich selber in der Lage bin, mein Lernen zu planen, mein Lernen durchzuführen, nachher mir selbst Feedback zu geben und das hoffentlich so gut mache, dass ich erfolgreich bin, sodass ich wieder eine Motivation habe, in die nächste Lernhandlung einzusteigen. Christiane Spiel ist Professorin für Bildungspsychologie und Evaluation sowie Vorstand des Instituts für angewandte Psychologie, Arbeit, Bildung und Wirtschaft an der Universität Wien. Selbstreguliertes Lernen braucht gewisse Voraussetzungen, damit wir überhaupt erst damit anfangen. Wenn ich zum Beispiel glaube, ich werde es überhaupt nicht schaffen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich anfange. Und das ist übrigens etwas, was leider bei sehr vielen Kindern und auch durchaus Erwachsenen in manchen Bereichen besteht. Zum Beispiel Kinder sagen ja oft, ich bin zu dumm für Mathematik. Was heißt das aber, wenn ich sage, ich bin zu dumm für Mathematik? Da steckt eigentlich dahinter, egal was ich mache, ich werde es nicht lernen können. Und das heißt dann, dass die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, wenn wieder ein neuer Lernstoff kommt, dass ich mir sage, ich schaffe es eh nicht, ich bin ja zu dumm für Mathematik, fange dann auch nicht richtig an und bekomme es bestätigt. Das heißt, ich bleibe sozusagen in dieser negativen Schleife. Margarete Distelberger ist pensionierte Mathematiklehrerin und gibt bis heute in dem Fach Nachhilfe, seit ihrem 11. Lebensjahr. Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit Angst zu ihr. Ich versuche immer wieder, ihnen die Mathematik so anders zu vermitteln, also ganz viel zum Begreifen. Ich schaue natürlich, welche Lebenserfahrungen haben sie und versuche da anzuknüpfen. Ich habe ganz viel Material, das man anfassen kann, im wahrsten Sinn des Wortes, zum Begreifen. Ein wunderbarer Fundus sind die Montessori-Materialien. Maria Montessori war eine unglaublich kreative Frau, die Mathematik begreifbar zu machen. Also die hat wunderbare Materialien entwickelt und es gibt wunderbare Menschen, die weiterentwickelt haben auch. Die Montessori-Lernmaterialien ermöglichen einen viel konkreteren Zugang zur Mathematik, als dies in den üblichen Schulbüchern der Fall ist. Doch selbst ohne spezielles Montessori-Material kann man sich Abhilfe mit den Skizzen aus Schulbüchern beispielsweise schaffen. Im Buch mag die Skizze abstrakt sein. In Mathematikbüchern sind oft wunderbare Skizzen drinnen, aber mit so einer Skizze habe ich nie was angefangen. Aber wenn ich das herausnehme, wenn ich das laminiere und diese Teile sich bewegen können und ich kann sie selber bewegen und etwas damit machen und zusammensetzen und auseinanderschieben, dann habe ich einen ganz anderen Begriff von zum Beispiel dem Flächeninhalt von einem Trapez. Margarete Distelberger unterrichtete in der Basisbildung und Alphabetisierung von Erwachsenen und parallel dazu Mathematik an einer höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, kurz HLW. Sie erinnert sich an ein Erlebnis mit den Schülerinnen. Das habe ich in der HLW gemacht. Zum Beispiel habe ich für alle Ebenen Figuren aus Millimeterpapier Teile ausgeschnitten und habe das einfach so gemacht. Habe denen gesagt, wie die Formel von dem Flächeninhalt ist und habe sie in Gruppen eingeteilt. Ich habe gesagt, sie sollen herausfinden, warum diese Formel so heißt, wie sie heißt. Und die sind wirklich drauf gekommen. Die haben das erarbeitet mit Hilfe von diesen Materialien. Die Schülerinnen erinnerten sich ein paar Jahre später noch an die Formel für den Flächeninhalt eines Trapezes, ohne dies vorher noch einmal zu lernen. Die Tatsache, dass sich die Gruppe die Formeln selbst erarbeitet hatte, verankerte das Wissen über bloßes Auswendiglernen hinaus in den Köpfen der Mädchen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen ihre Probleme mit der Mathematik von daher rühren, dass sie viel zu früh in die Abstraktion geschickt worden sind. Es gibt sehr oft
noch Möglichkeiten, auch diese sogenannten abstrakten Dinge sehr konkret zu zeigen. Ja. Da gibt es einen Gleichungsrahmen zum Beispiel, da kann man das so angenehm zeigen und da können Sie was tun dabei und dann haben Sie eine andere Vorstellung von Umformung von Gleichungen zum Beispiel. Wenn in Volksschule und Unterstufe die Lerninhalte gut begriffen wurden, steigt mit dem Alter auch die Fähigkeit zur Abstraktion, ist Margarete Distelberger überzeugt. Aber was heißt Abstraktion? Abstrahere heißt irgendwas herausziehen. Irgendeine Gemeinsamkeit herausziehen aus verschiedenen konkreten Situationen. Was passiert, wenn ich zwei Zahlen miteinander multipliziere und eine ist um zwei kleiner als 20 und die andere ist um zwei größer als 20? Also da kann man die wunderbarsten Sachen machen mit einer binomischen Formel zum Beispiel. Also die sogenannten Abstrakten. Margarete Distelberger hat 4 erwachsene Töchter. Eine davon mit Trisomie 21. Die Mathematiklehrerin und ihr Mann waren auf der Suche nach einer integrativen Schulform für ihre Töchter. Da es in der Umgebung ihres Wohnorts keine geeignete Einrichtung gab, gründete das Ehepaar 1990 gemeinsam mit anderen engagierten Eltern eine Alternativschule. Diese besteht bis heute und ermöglicht Kindern von der 1. bis zur 8. Schulstufe ein sehr selbstbestimmtes Lernen. Der 18-jährige Nathanael hat selbst diese Schule besucht. Grundsätzlich war das Lernen sehr frei gestaltet, würde ich mal sagen. Man hat eigentlich selber entscheiden können, was man jetzt tun will, ob es jetzt irgendwie Fußball ist oder auch Lernen im Fachwissen in dem Bereich. Ja, es hat eigentlich wenig Vorgaben gegeben, jetzt, was man lernen muss, in welcher Zeit oder so. Ja, es war sehr frei gestaltet. Lesen und Schreiben lernte Nathanael trotzdem. Seine Eltern motivierten ihn immer wieder, sich neben dem Fußballspielen doch auch den Buchstaben und Zahlen zu widmen. Im Alter von 14 Jahren entschloss sich Nathanael, nach Abschluss der 8. Schulstufe an ein Oberstufenrealgymnasium in St. Pölten zu wechseln. Also es war natürlich in den ersten Wochen eine sehr grobe Umstellung. Also wir haben am Anfang der 5. Klasse so Grundkompetenzen, irgendeinen Test auf jeden Fall gehabt, wo sozusagen getestet wurde, was man für Vorwissen sozusagen mitbringt in die Oberstufe. Und da kann ich mir noch erinnern, in Deutsch, glaube ich, habe ich von 21 Punkten 3 Punkte gehabt. Also da hat man schon ein bisschen so gedacht, ob ich es jetzt schaffe, sozusagen den Umstieg. Aber in den nächsten Monaten ist es dann eigentlich, also habe ich mich relativ schnell darauf eingelassen, sozusagen auf das neue System. Ja, also nach dem ersten Semester ist es dann eigentlich ziemlich, hat es dann gepasst. Nathanael war motiviert. Er fragte nach, lernte, was er nicht konnte und nahm Nachhilfe in Englisch. Also das war wahrscheinlich der Hauptgrund, dass ich halt immer im Kopf habe, so ich will die Matura, dass ich andere Sachen weitermachen kann. Nathanael überlegt, nach Abschluss der Matura Trompete zu studieren. Viele Alternativschulen legen großes Augenmerk darauf, den Kindern ein breites Angebot zur Verfügung zu stellen, aus dem sie entsprechend ihrer Interessen auswählen können. Das Ausmaß der Entscheidungsfreiheit unterscheidet sich je nach Schulphilosophie. Lernen durch Tätigkeit und Tun steht in den Werkstätten-Settings im Vordergrund. Der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Wir haben ja diese schöne Metapher des Begreifens und die kommt eben von den Händen. Und das haben ja die Altväter der Pädagogen, also Comenius Pestalozzi, die haben deswegen Schulwerkstätten empfohlen und haben sie auch selber gebaut. Und wenn Sie mal in so einer alten Schulwerkstatt sind, man kann das in Halle zum Beispiel sich angucken, da ist man selber begeistert. Da wäre man gerne Schüler gewesen, was man da alles hat anstellen können mit den vielen Werkzeugen und mit den vielen Möglichkeiten, die man da hatte. Manfred Spitzer ist Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Ulm. Auch der Frontalunterricht hat seiner Ansicht nach Berechtigung. Dann können Sie eine Menge machen und eine Menge interessante Erkenntnisse pro Zeiteinheit an viele Menschen vermitteln und dann sind Sie so effektiv, wie man kaum effektiver sein kann. Allerdings klappt das nicht den ganzen Tag, betont Manfred Spitzer. Das sogenannte Distance Learning mittels Videokonferenzen ist in der Praxis meist auf dem Prinzip des Frontalunterrichts aufgebaut.
Fernunterricht ist allerdings kein neues Phänomen. Per Post verschickte Lernhefte oder Kassetten ermöglichten bereits vor dem Zeitalter des Internet Lernen auf Distanz. Motivierte Erwachsene, die schon viel können und die sich in irgendeinem Bereich nochmal fortbilden wollen, entweder in der beruflichen Fortbildung, weil da eine neue Maschine entwickelt wurde, wo die Außendienstmitarbeiter geschult werden müssen, wie man die bedient und repariert. Das kann man tatsächlich per Fernunterricht machen, weil jeder schon ganz viel weiß, ganz motiviert ist und es dann tatsächlich schafft, mit dem Fernunterricht auch das sich drauf zu schaffen, was man eben auch im Präsenzunterricht machen könnte. Aber das ist sozusagen der Nischenmarkt für digitale Fortbildung oder für Distanzunterricht. Neue Medien führen mit wenig Aufwand zum Lernerfolg, ist einer der großen Bildungsmythen, erklärt die Bildungsforscherin Christiane Spiel. Neue Medien sollten kein Selbstzweck sein. Also wir haben jetzt auch neue Medien, wir machen das auch damit, sondern dass es einen Mehrwert gibt. Und wenn man das macht, ist der Aufwand sehr, sehr groß, denn man muss eigentlich eigene didaktische Konzepte dafür entwickeln. Man muss nicht nur die Konzepte entwickeln, sondern muss dann meistens auch Materialien entwickeln. Man braucht dann auch, wenn vieles online geht, braucht man zum Beispiel auch automatisierte Feedbacksysteme, Rückmeldungssysteme und so weiter. Das heißt, wenn man nicht auf bereits vorhandene Lernmaterialien in digitaler Form zurückgreifen kann, sondern das selbst entwickeln will, ist das ein ganz enormer Aufwand. Geografie und Wirtschaftskunde in einer 7. Klasse des Gymnasiums Anton-Krieger-Gasse. Wir sind noch immer bei der Wirtschaftsgeografie und wir haben uns gestern ein bisschen überlegt, erinnert euch, ich habe das Beispiel mit meinem zweiten Traumberuf mit der Kinderbuchhandlung gebracht und habe ich gefragt, wo wird es Sinn machen, dass ich in Wien so eine Buchhandlung aufmache. Ja? Es geht also darum, welche Kriterien sind für Unternehmen ausschlaggebend für die Ansiedlung des Betriebs. Heute hätte ich gerne, dass ihr euch in Kleingruppen zusammentut und ich teile es heute nicht ein, ihr entscheidet das selber. Nicole Hottwagner arbeitet im Geografieunterricht bevorzugt in Gruppensettings. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, sich zu organisieren und wie sie ihre Stärken in der Gruppe einbringen können. Dann in diesen Gruppenphasen, wo sie so in Kleingruppen sind, kann ich mich dann intensiver auch mit den einzelnen Gruppen auseinandersetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel Vertrauen in die jungen Menschen und ich glaube, die holen sich schon das, was sie brauchen können. Manche brauchen mehr Unterstützung, andere weniger. Das Gymnasium Anton-Krieger-Gasse im 23. Bezirk in Wien legt großen Wert auf Heterogenität. Darauf ist Michel Fleck, Physiklehrer und Direktor der Schule, stolz. Wir wollen Kindern, die vielleicht woanders keine Chance geben, auch eine Chance hier bieten. Das ist nicht immer einfach, gerade seit Zentralmatura, wo das Niveau überall gleich in allen AHS zu erreichen ist. Und wir haben auch Kinder dabei, wo wir sagen, ob die Matura schaffen, wissen wir nicht. Wir versuchen ihnen trotzdem einen Platz zu geben, wenn wir eine Chance sehen. Die höhere Quote an Schulabbrecherinnen und Schulabbrechern und Schülerinnen und Schülern, die Matura am Ende doch nicht bestehen, nimmt Michel Fleck in Kauf. Er sieht die Vorselektion nach 4 Jahren Volksschulzeit problematisch. Wenn ein Kind, das mit schlechten Volksschulnoten kommt, kann es sein, dass es die hat, weil es wirklich kognitiv einfach nicht gut ist. Kann es aber auch sein, weil es einfach Sprachdefizite hat, aus einer schwierigen Familie kommt, aus einer lernfernen Familie, wie auch immer, bildungsfernen Familie. Und viele von denen entwickeln sich gut. Und die sich schulisch nicht so gut entwickeln, haben dann trotzdem 4 Jahre hier eine gute Ausbildung, auch gemeinsam mit guten Schülern und lernen voneinander. Also alle schaffen es nicht in die Oberstufe, das ist klar. Aber das macht ja nichts. Die haben dann trotzdem einen besseren Abschluss, als wenn sie in eine Mittelschule gehen, ohne jetzt die Mittelschule diffamieren zu wollen. Das sind Top-Lehrer teilweise. Aber wenn dort nur Kinder sind, die alle nicht gut Deutsch können, können die voneinander nicht lernen. Und dieses Lernen voneinander ist ja so wichtig. Michel Fleck versucht, der Vorselektion so gut wie möglich gegenzusteuern.
Trotzdem, auch er kann pro Jahr nur 150 neue Schülerinnen und Schüler für die erste Klasse Unterstufe aufnehmen. In der Unterstufe haben die Kinder die Möglichkeit, selbst herauszufinden, welchen Weg sie im Leben einschlagen möchten und ob der Fokus auf einer längeren Schul- und später einer Universitätslaufbahn liegt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind ermutigt, spannende Projekte zu machen und den Unterricht kreativ zu gestalten. Man muss schon ein bisschen unterscheiden. In einem Zentralfach in Mathe in einer siebten Klasse kann ich nicht sagen, der soll irgendwas anderes Lustiges machen. Der muss da wirklich, in der Oberstufe ist dann der Druck schon stärker in den zentralen Maturafächern. Aber wenn der jetzt sagt, ich mache in Geografie ein tolles Projekt und das ist eigentlich mit dem Jahresstoff hat nichts zu tun, aber es passt so gut, weil er ein aktuelles Ereignis oder Schüler, was auch immer, irgendwo kommt das Interesse her, 1000 Rosen. Was in der Kindheit gelernt oder nicht gelernt wird, ist ausschlaggebend für das weitere Lernen. Lebenslang. Bildungsforscherin Christiane Spiel. Lernen kann man lernen. Vorausgesetzt, es gibt ein unterstützendes Umfeld, das zum Lernen ermutigt. Der moderne Unterricht findet in unterschiedlichen Lernsettings statt, in denen Kinder und Jugendliche Zugang zu verschiedenen Lernstrategien bekommen. Kognitive Lernstrategien. Da gibt es ganz verschiedene eben. Ich kann Fragen stellen, ich kann mir Kurzzusammenfassungen schreiben, ich kann es schlicht und ergreifend wiederholen, was man sehr häufig bei Vokabeln tut und so weiter. Wichtig ist, dass die Strategien zu dem Stoff gut passen. Ich werde sicher Vokabeln anders lernen als bleiben wir bei Mathematik. Zweitens, ressourcenorientierte Strategien. Ich muss mir zum Beispiel auch die Zeitplan machen können. Wie viel ist der Stoff? In welchen Stücke teile ich mir es ein? Wie lange habe ich überhaupt Zeit? Brauche ich dazu Unterlagen? Brauche ich jemanden, der mir es erklärt? Ja? Auch das gehört zu einer guten Vorbereitung, damit ich dann nicht da sitze und mir denke, holla, jetzt komme ich gar nicht weiter, aber es ist niemand da, der mir helfen kann. Die große Herausforderung besteht für viele oft darin, den sogenannten inneren Schweinehund zu überwinden, wie Christiane Spiel es formuliert. Drittens, metakognitive Lernstrategien. Und da geht es darum, dass man zum Beispiel lernt, wie kann ich mir selbst Belohnungen setzen. Also zum Beispiel, wenn ich gelernt habe, dann gehe ich nachher ins Kino oder ich treffe mich mit Freundinnen. Aber ich muss das Lernen vorher machen. Nach dem Lernen ist vor dem Lernen. Zu guter Letzt gilt es zu lernen, den Lernprozess zu bewerten und für die Zukunft zu verbessern. Darum zu erkennen, ob ich mein Lernziel erreicht habe. Aber wenn das nicht so geklappt hat, woran ist das gelegen? Habe ich mir die Zeit zu schlecht eingeteilt? Habe ich geglaubt, ich bin schneller? Oder habe ich mich darauf verlassen, dass ich ohnehin etwas schon kann und bin dann draufgekommen, dass es nicht so gut geklappt hat? Also das wäre eigentlich der Prozess des selbstregulierten Lernens und das sollte systematisch in der Schule aufgebaut, unterstützt und gefördert werden. Mit einer Karotte vor der Nase lernt es sich also besser. Wie wir lernen, Bedürfnisse und Methoden. Margit Atzler hat diese Reihe gestaltet. Eine Link- und Literaturliste finden Sie unter o1.f.at/radiokolleg.